Platin hatten wir doch auch irgendwo. Platin, Platin, Platin. Da ist Platin Ohr. Und ja. Ja, dann mach doch mal so. Aber auch Platin. Ja, stimmt. Hat er aber noch nicht gecheckt. Ach so, weil die Assembler ja voll sind, richtig. Ne? Im ganzen Gravel. Pack ich hier mal wieder ein bisschen Gravel raus. Hashtag into space. Hashtag. Nein! Ah! Was? Irgendwas habe ich noch weggeschmissen, aber ich weiß nicht was. Ah! Und ich fall die Plattform runter. Jungs. Alter. Ich hab's schon drauf, es war aber glaube ich nichts Schlimmes. Okay. Es waren glaube ich 20 Steel Tubes oder so. Na, das geht. Von daher. Ja. Denke ich auch. So, was ist jetzt mit dieses Gefrasser? Jetzt fehlt Gold! Alter! Und Eisen! Die will mich auch so ein bisschen haten, glaube ich. Dann Platz 2 sind auch noch. Wo ist denn die zweite Raffinerie? War irgendwo Gold? Ne, wir haben kein Gold mehr. Ich muss Gold holen. Fliegst du los oder soll ich? Mach du mal. Bitte. Als möglich. Weil ich trau mich nicht, dein Schiff zu fliegen. Bist ja süß. Ja. Bin ich Gravel? Brauchst du das noch? Ja, das habe ich da hingeworfen. Ich das mal hier hin. Schön ist, diese kleinen Schiffe brauchen ja nicht viel. Ich habe ja jetzt schon wieder mit 4 Thruster Components kann ich ja 4 Thruster bauen. Ja. Nehmen wir noch 2 für zurück und 2 für hoch und runter jeweils. Wie läuft gerade zu meinem Rohstoff Asteroiden Numero Uno. Dein Weltraumklops. Der hat mich bisher noch nicht enttäuscht. Ja. Der hat da eigentlich alles drin hier. Der ist ganz gut. Ich glaube, Eisen musst du auch schon wieder mitbringen. Ja gut, das baut man ja im Grunde so nebenbei ab. Stimmt. Weil. Ich werf jetzt mal ein bisschen Gravel weg. Ja, Hashtag save the gravel. Davon haben wir sowieso genug. Mehr als. Selbst wenn wir mal Gravel brauchen, also in den Tunnelbohrer sind bestimmt noch ungefähr gefühlt 300, 400 Tonnen Stein. Die müssen nur mal herausholen. Aber irgendwie habe ich da, fehlt mir so komischerweise ganz die Motivation für. Weiß nicht, woran das liegt. Weiß ich auch nicht. Komisch. Wenn die Bohrer, ich habe sie übrigens jetzt festgestellt. Die Bohrer connecten sich miteinander. Wenn die Dinger aneinander sind, also diese Zugang. Ah, okay. Okay. Das heißt, du kannst eigentlich dicht an dicht diese Teile aneinander setzen. Ja. Und dann ein Conveyor-Tube dadurch fädeln. Okay. Und hinten den Connector dran und dann kannst du das aussuchen. Geht das, ja. Ja. Das ist cool. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Ja, wir brauchen echt schon wieder Eisen. Das Eisen ist leer. Das gibt's doch nicht. Du hast doch gerade welches geholt. Ja, wenn du da so viel Construction Component oder sowas, dann nimm die Schleife auf die 700 Stück. Also im Endeffekt gar nicht so die Schleife. Ich will jetzt gar nicht anrufen, ne? Ich meine nur, wir haben jetzt 20.000 Stahlplatten. Ach so, ja gut. Die braucht man ja auch immer mal. Na also, wir sollten vielleicht beide ein bisschen darauf achten, dass wir hier dann eine Bauschleife anmachen, sie auch zu gegebener Zeit wieder aufstellen. Vielleicht. Wir haben auch keine Construction Components mehr, fällt mir gerade auf.
es fehlt zu viel Krams. Ja, wenn du dann aber wieder zurück bist, müssen wir den Rest aufs nächste Mal verschieben. Ja, das Der kleine Dicke muss nämlich ins Bett. Ja. Und möchte im Spielparadies abgeholt werden auch. Ich bohr jetzt hier aber noch. Ja, ja. Hol du mal einen weg. Ich werde jetzt hier unterbrechen können. Aber ich bin so müde. Kannst du auf der Arbeit auch einfach schlafen, wenn du... Nee, leider nicht. Ja. Siehst du, das hier ist auch Arbeit. Ach so. Ich bin hier nein, also ich finde Arbeit und bis da im Schweiß arbeiten. Ich bin im Moment eigentlich mehr am Rummeln. Also so viel zu dem Thema, ne? Weil das Problem ist, ich habe keine Materialien mehr. Ja, ne, ist mehr so semi-gut. Ich finde das Schweißschiffchen ist schon ganz schick, auch. Vielleicht könnte ich diese rote Farbe nochmal schnell ändern. Fällt mir dann doch nicht so gut. Nee. Nee, da könnte man ruhig nochmal einen anderen Akzent reinlegen. Ja, ne? Ja, das ist, ich dachte eigentlich, das wird sehr grün, aber es ist nicht so gut. Blau haben wir schon und dann hört es auch auf mit den Farben langsam. Dann gibt es noch gelb, weiß, schwarz, grau, rot habe ich schon und blau. Oh, also lassen wir das mal so, wie es ist. 4 Minuten fräse ich hier noch. Dann gehen wir zurück, dann laden wir aus und machen wir das. Okay. Was könnte ich denn... Das sieht wahrscheinlich richtig banner aus, aber das macht ja nichts. Hat mich ja bisher auch noch nicht gestört. Ich könnte natürlich auch. Ja, ich glaube, so mache ich das. Ich bin gespannt, wenn ich gleich wieder komme. Es ist schon schön auch. Das ist gut, wenn man da alles kurz. Ja, man könnte das eigentlich so, wie man früher Lego-Raumschiffe gebaut hat. Einfach alle Farben durcheinander, ja. Ich brauche halt so ein Teil jetzt. Ja, genau. Brauche hier jetzt halt einen Viererblock und ich habe jetzt gerade nur einen pinken. Der kommt da jetzt hin. Genau. Oh, das ist wunderschön, finde ich. Hat so ein bisschen was von Kranke. Ja, aber auch was Schönes. So ein Schranke kann man mal nehmen, oder? Zebras kommen ins Schranke. Genau. Dann machen wir den Bogen vorne auch noch andersfarbig, finde ich. Muss schon bunt werden. So. Hat so ein bisschen was davon, wie wenn du einem kleinen Kind einen Farbeimer in die Hand drückst und sagst, mach mal. Machst du dann da auch wieder ein Bieten drauf? Ja, mache ich. Rausfinde, wie das geht, mache ich das auch. Nee, das ist ein ganz normales Bauteil. Wow. So. Einmal Bacon, bitte. Vanilla. Warhead. Aha. Hm? Was macht denn ein Warhead? Sind nur schon zwei. Wie ist das Bild? Ich glaube, ich auch ein kleines Schiff bauen und dann weiter auf den CD. Ja? Was ist denn Wheel Suspension? Kannst du die Räder dran bauen an dem Schiff? Ja, natürlich. Du musst deswegen fliegen, kannst du auch auf der Plattform. Du kannst fahren. Ja. Du kannst zum Beispiel, wenn du auf das Control Panel gehst vom Cockpit, kannst du auswählen, ob du Thruster Control, Wheel Control und Handbrakes hast. Ja, cool. So, Decoy. Ah, hier ist so ein Bank. Ja, da fehlen mir im Moment die Teile für das, aber irgendwann baue ich es da auch noch. Ja. Bitte. War aber jetzt mehr als 4 Minuten. Nee. Das ist aber jetzt.
Genau, 1, 2, 3, 3, 6, 7. Kann mir jemand mal in die Kommentare schreiben, wie diese Atomuhr funktioniert? Das würde ich gerne mal wissen. Ich glaube, das verstehe ich auch. Ich will das auch. Ja. Ich weiß nur, dass das eine Uhr ist, die ziemlich genau ist, und mehr will ich auch gar nicht wissen. Aber es kann ja, vielleicht haben wir ja so einen Astrophysiker oder, weiß ich nicht, Quantenmechaniker unter unseren Zuschauern. Dann erstmal, hallo. Du bist ein sehr kluger Mensch. Klüger als ich. Das will was heißen. Warum sagst du nichts? Ich sagte, hallo und du bist klüger als ich. Das will ja schon mal was heißen. Ja, was soll ich sagen dazu? Auch nicht in deiner Selbstwahrnehmung stören. Das ist ein wichtiger Teil deines Seins. Das ist richtig. Und das heißt ja schon bei Goethe, sein oder nicht sein. Ja, und wenn du jetzt wirklich der Meinung bist, dass du so unglaublich bist, dass du so ziehen und aufnehmen kannst, bitte. Ja, hallo, ich kenne Goethe. Es gibt bestimmt auch eine Menge Gebiete, wo Stephen Hawking jetzt nicht so in der Welt. Und übrigens, bevor mir jemand was in die Kommentare schreibt, danke, ich weiß, dass es nicht Goethe war. Ich weiß, das war Schiller mit Sein oder Nicht-Sein. Ja. Vielen Dank. Bier, kann man das trinken? Was? Heißt doch Shakespeare, ob man das trinken kann. Heißt ja Shakespeare. Oh Mann, jetzt wollte er hier die Pants raus. Ja, sicher. Wir müssen ja auch irgendwie für T-Shirts sorgen. Dass jemand irgendwann auf die Idee kommt und sagt, hey, das hätte ich gerne als T-Shirt. Dann kann ich sagen, aha, das ist ja gut. Hier ist ein Loch. Ich dachte, ich hätte alle Löcher geschlossen, aber irgendwie habe ich das nicht. Also unser Tunnelbohrer wird jetzt mehr so ein Patchwork-Ding. Weil ich mache hier andere Farben rein, dann sehe ich, wo die Schwachstellen waren, und wenn es da wieder bricht, weiß ich, okay, da ist was kaputt, ne? Ja. Fand ich, klang nach einem coolen Plan erstmal. Bin natürlich leider erst jetzt gekommen, wo ich die letzten zwei Löcher leer gemacht habe. Aber beim nächsten Mal werde ich das dann konsequenter umsetzen. Das Andocken ist nicht so einfach, habe ich das Gefühl. So. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Naja, ich will's ja auch gerade haben. Ich bin da ja so ein kleiner Perfektionist. Das ist eher mein Problem. Okay. Dass ich das immer sehr genau haben will. Fürs Spiel muss das ja nicht so ultra genau sein. Theoretisch nein. Dünk. So. You have a connection. Alles klar. Ja, jetzt müssen wir einmal ganz kurz nochmal Tee. Haben wir jetzt ja eigentlich überhaupt noch irgendwas in unserer Box? Ja, du hast ja wieder was eingeräumt. Da liegen 13.000 Stahlplatten. 850 Interior Plates, guck selber, das ist ziemlich viel. Also da ist schon noch ordentlich was da, so ist es nicht. Bin auch schon am Ausladen. Wir ziemlich. Interior Plates sind auf jeden Fall noch drin. Das kann ich dir versichern. Tatsächlich. Sehr, sehr schön.
ich denn, ist das Ferrum schon wieder durchgeschweißt, Alter? Was denn? Ferrum hat das schon wieder fertig raffineriert, ey. Ja, das Eisen wird immer schnell. Auch was? Sehr gut. Ja, ist es, davon brauchst du ja am meisten, ist schon richtig, aber... Schon wieder gerade Panik, habe ich irgendwas falsch gemacht? Nee, das Eisen setzt da immer sau schnell. Ja, das ist ja eigentlich auch gut so. Tonnen Eisen hier noch reinschmeißen. Gucken, wie lange es hält. Construction Components haben wir nicht mehr, ne? Nee, das ist genau deswegen. Hatte ich dich auch unter anderem losgeschickt. Construction Components und Faster konnte ich keine bauen. Welche, damit wir eben schnell ausladen. Doch schon alles. Hab alles schon ausgeladen, ja. Du hast gerade alle 6. Ja. Guck nach. Ist leer. Sag nicht nee, wenn ja ist. Muss ich dir auch sagen, Pi? Wie denn? Ich habe alle, die letzten drei Bohrer, ist mir die Idee gekommen, warum schmeiße ich nicht erst alles in einen Bohrer und pack dann die zwei Stacks einfach komplett in die Raffinerie. Dann geht das recht schnell. Hier bei meinem Sniffelstück. Ja. Okay. Nee, das habe ich nicht an deinem Sniffelstück gemacht. Das habe ich an der Raffinerie direkt gemacht. Ist ja angeschlossen an das Ding. Ja, aber manche waren nämlich eben nicht angeschlossen. So, naja, hat aber alles sechs angezeigt, also eigentlich leer sein. Okay. So. Gleich. Ja. Nö. Gut. Ja. Dann haben wir es ja. Ich park eben noch so schnell das Raumschiff hier um. Ja, ja. Stell das ruhig auf den Abstellplatz noch. Dann müssen wir wieder beide die Welt speichern. Vergessen? Das, guck mal, ich hab geradeaus. Guck mal hier. Ja. Ich hab geradeaus nicht genug Power, um mich von dem Connector zu lösen. Ja, stimmt. Ich muss das immer so seitlich abreißen. Ja, ist ein Magnet, ne? Das ist, die haben seitlich halt auch weniger Stärke. Finde ich krass, dass das tatsächlich so. Ne? Weil man ja tatsächlich so simuliert wird. Weil da könnt ihr die ja auch seitlich dich festhalten, aber ja schon so, dass die Magneten. Ja, als seitlich kind, wenn du zwei Magneten hattest, hast du die auch genau immer zur Seite abgezogen. Genau. Sehr schön. Ich mag dieses Spiel. Ja, es ist Kindheitserinnerung und so. Nicht, dass das Ding noch hier Childhood Destroyed bei uns. Ja. Dann mach mal die Reaktoren aus. Ja. Gut! Jawohl. Dann laufe ich den gekniet. Was ist denn hier los? Weil es dämlich aussieht. Guck mal, wir können hier Steinfußball spielen. Aber ich kann nein! nicht aufstehen. Nein! Doch, ich wollte Fußball spielen damit. Ja, aber ich kann nichts machen. Wieso? Ich kann nicht wieder aufstehen. Ah. So. Ja, meiner bleibt dann sitzen. Du musst C drücken. So. Ich bin das halt gewohnt, dass ich das gedrückt halten muss. Ein schönes Bild am Ende jetzt nochmal. Tschaußen an euch. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Space Engineer. Tschüss. Juhu.